Ja, herzlich willkommen zum Abendtalk heute am Mittwoch, den 30. Juni 2021. Mein Name ist Norbert Gieso, ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel und produziere auf diesem Kanal Videos zur Astrologie, zur Spiritualität, zur Psychologie und auch zur Lehre des Buddha, die ich vor allem aus Richtung des Theravada betrachte, aber auch offen bin für alle anderen Richtungen. Ja, und ich habe ja schon drei dieser Folgen aufgenommen, Fragen zur Buddha-Lehre Teil 1, Teil 2, Teil 3, und habe das aber so konzipiert, dass man auch jeden Teil unabhängig von den anderen sehen kann. Und die die anderen Teile kennen, die wissen ja schon, dass ich am Anfang immer sage, dass ich hier kein autorisierter Lehrer des Buddhismus bin oder der Buddha-Lehre bin. Auch kein Tulku oder Lama, sondern dass ich hier aus meiner eigenen Erfahrung spreche, aus dem theoretischen und praktischen Studium der Buddha-Lehre aus den letzten Jahrzehnten. Und da ich weiß, wie brennend für manche Menschen manchmal Fragen sind oder Missverständnisse oder Dinge, die sie nicht so richtig verstehen, und wie das dann eben oft uns davon abhält, uns tiefer darauf einzulassen, führe ich dann diese Reihe nochmal fort um einen vierten Teil, wo es eben darum geht, eben genau diese Fragen zu beantworten. Und ich habe ja diese Fragen über eine ganze Zeit lang gesammelt, sie aber nicht geordnet, sondern habe sie hier in diesen Videos beantwortet, so wie sie auf meinem Zettel stehen. Und ich habe schon gesehen, ein paar sind noch übrig. Mal sehen, wie weit wir heute damit durchkommen. Und da sind diesmal auch ein paar persönliche Fragen dabei. Mal sehen, inwieweit ich die beantworten kann oder werde. Und wir steigen jetzt mit der ersten Frage ein, denn da geht es um das Thema Wiedergeburt, Reinkarnation. Und man könnte es so formulieren: Was sagt der Buddha eben über Wiedergeburt, über Reinkarnation? Man muss ja bedenken, dass der historische Buddha ja vor ungefähr 2500 Jahren im heutigen Indien gelebt hat und gelehrt hat. Und dass aber damals die Grundhaltung im Indien so war, dass Dinge wie Karma, wie Reinkarnation, wie eine geistige Welt, das waren alles Dinge, die waren quasi allgemeingut für die meisten Menschen oder zumindest für die Gebildeteren. Das war nicht wie heute in unserer naturwissenschaftlichen Zeit, dass sich zwar immer mehr Menschen für diese Gedanken öffnen, aber doch dann immer skeptisch sind. Daher konnte der Buddha im Grunde auf viel Wissen zurückgreifen. Um es ganz klar zu sagen, für den Buddha ist Wiedergeburt, Reinkarnation eine Tatsache. Er beschreibt in seinen Lehrreden dann auch verschiedene Daseinsebenen, wo dann die Wesen inkarnieren können, wo wir eben hinkommen können. Und diejenigen von uns, die wie ich jetzt diese Videos betrachten oder produzieren, wir sind halt in der Menschenebene angekommen. Unser Karma, unser Schicksal, unser Karma hat uns hierher geführt. Und wir werden, wenn wir hier heraussterben, wenn wir also unseren Körper verlassen, dann werden wir wiedergeboren werden, entsprechend des Karmas, was wir aufgebaut haben. Nicht klar, unheilvolles Denken, Fühlen und Handeln führt auch in niederschwingende Ebenen, tugendhaftes, heilsames, das Wohl anderer berücksichtigenderes Karma führt dann in höher frequente Ebenen. Wobei der Buddha ja auch ganz klar in seiner Lehre das Prinzip des Anatta dargelegt hat. Das ist eine seiner drei Grundprinzipien. Anatta heißt nicht ich, nicht selbst. Und der Buddha zeigt ja, wenn man tiefer in seine Lehrreden eindringt, in seine Lehre zeigt er auch, dass alles so sich aus Bedingungen ergibt, dass alles im Grunde ein Prozess ist, ein Prozess, der sich immer wandelt, der niemals anhält, wo es niemals einen Zustand des ewigen Verweilens gibt, auch wenn es sehr hochfrequente, teilweise eben nicht mehr zur Sinnensphäre zugehörige Ebenen gibt, wo die Wesen auch Äonen, also Weltzeitalter, leben. Aber der Buddha sagt eben, wer nicht vollständig befreit ist, dessen Karma auch auf der Ebene erschöpft sich und er wird dann wieder in den normalen Prozess der Reinkarnation, der Wiedergeburt im Samsara zurückkehren, um dort auf irgendeiner anderen Ebene wieder geboren zu werden oder zu erscheinen.
Also solange man sich im Samsara befindet, sind auch sehr, aus unserer Sichtweise, sehr langanhaltend, dauernde, glückliche Zustände eben auch letztlich dann doch begrenzt oder enden irgendwann einmal, auch wenn unsere Vorstellung das nicht erfassen kann. Dieses Anatta-Prinzip sagt eben aus, dass es nicht wirklich ein Selbst oder ein Ich gibt. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass wir so eine Art ewiges Ich oder ewiges Selbst hätten oder wären, was dann quasi wie so ein Reisender, der erst mit dem Auto fährt, dann in den Zug steigt, dann vielleicht mit dem Flugzeug fliegt und noch mit dem Schiff fährt. Und es ist aber immer die gleiche Person, die diese unterschiedlichen Verkehrsmittel benutzt. Sondern der Buddha hat es mal in dem Beispiel gebracht, dass er gesagt hat, die Wiedergeburt ist so, wir haben eine brennende Kerze, die abbrennt. Und am Ende, bevor sie ganz abgebrannt ist, wird eine zweite Kerze quasi an der ersten Kerze angezündet. Irgendwas geht natürlich von der einen Kerze auf die andere über. Aber es ist nicht so, dass die Kerze quasi die gleiche Kerze zu einer neuen Kerze wird. Also diese Ich-Vorstellung, das Ego, das Selbst, das sind Vorstellungen, die im Prozess des Anhaftens entstehen. Das ist jetzt zu komplex, um es zu erklären, vielleicht mit einem Sondervideo, wenn es dafür ein bisschen Interesse gibt. Ist es aber so, dass sozusagen aus den verschiedenen Prozessen, die ablaufen innerhalb dieser Prozesse, entsteht irgendwann auch einmal diese Ich-Vorstellung. So, wobei es aber durchaus Dinge von uns gibt. Also der Buddha sagt, die Wesen sind Besitzer ihres Karmas. Also mein Karma treibt mich dahin, dann immer wieder neu zu erscheinen, ob ich das will oder nicht. Also ganz klar beantwortet mit Ja. Es gibt Wiedergeburt und es ist eben möglich, vor allem über die Beachtung der Silas. Gibt es ein Spezialvideo zu mir, findet ihr im Showtext, also unterhalb des Videos ist ja so Text. Wenn ihr da runter scrollt, findet ihr die Videos, die ich zu bestimmten buddhistischen oder bewusstseinsmäßigen Themen schon aufgenommen habe. Und da gehört eben auch die fünf Silas dazu. Das sind Übungsanleitungen des Buddha. Keine Wesen verletzen, nicht stehlen, sich in rechter Rede üben, also nicht andere verleumden oder lügen, sich sexuellen Extremen enthalten, ne, also nicht Menschen unsere Sexualität, unsere Triebe aufdrängen und irgendwie keine berauschenden Mittel zu sich nehmen, die den Verstand trüben. Und damit unsere Erkenntnisfähigkeit. Wenn wir uns also an diese fünf Silas halten und vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl und Güte in dieses Leben bringen, dann ist es gut möglich, dass wir uns verfeinern, dass wir sozusagen unsere nächste Wiedergeburt in einer subjektiv als besser, weiter, schöner, einheitlicher empfundener Ebene in der geistigen Welt wiedergeboren werden können. Wie ich glaube ich auch in anderen Videos schon gesagt habe, ist ja die menschliche Ebene die quasi vierte von unten. Also da und darüber sind noch irgendwie 30, jetzt mal geschätzte, Daseinsebenen, die da drüber liegen. Also wir sind als Menschen hier nicht in einer besonders glücklichen Verfassung. Der Buddha sagt ja auch, das menschliche Dasein ist lichtdunkel durchflutet. Auch deswegen, weil wir eben Alter, Krankheit, Tod und dem Getrenntwerden von Menschen, die uns lieb sind, nicht entgehen können als Mensch. Und dass doch sehr viel Leid hier ist, was wir ja alle tagtäglich erleben müssen, aber dieses Leid, so sagt der Buddha, ist auch Dukkha im Pali, ist auch vorteilhaft, weil das Leid uns dazu antreibt, nach dem zu suchen, nach der Überwindung des Leidens zu suchen. Und der Buddha hat ja seine Lehre einmal zusammengefasst, dass er gesagt hat, im Grunde lehre ich nur das Wissen um das Leiden und das Wissen um die Überwindung, die Auflösung des Leidens. Also ich kann das Dukkha, kann unser Leiden, kann unser Karma, kann Schicksalsschläge uns auch antreiben, aus unserer normalen Spur der Sinnesfreuden des Daseins auszubrechen und uns eben dann mit tiefen inneren spirituellen Weisheiten zu beschäftigen, wie es die Buddha-Lehre ist, die ja konsequent angewendet, eben letztlich auch zum Nirvana, zum Verlöschen, zum Aufhören des Leidens, zur ewigen Stille und Ruhe führen kann und wird. Ja, die nächste Frage, zweite Frage ist eine sehr persönliche Frage. Wie bin ich, also damit bin ich gemeint, wie bin ich also als Person zur Buddha-Lehre gekommen? In diesem Leben muss man ja sagen, denn wer wie ich relativ früh dazu gekommen ist, schon in meinen 20ern, der hat sicherlich schon einiges davon mitgebracht in dieses Leben. Ich möchte so weit gehen, dass mich so der Sinn des Lebens, was passiert hier eigentlich, wer sind wir, was soll das eigentlich? Diese Fragen haben mich schon
als sehr junger Mensch, noch in der Schulzeit schon umgetrieben. Und ich habe da viele Gespräche geführt und viel gelesen. Und dann kommt man irgendwann auch in Berührung mit diesen Dingen. Und dann bin ich irgendwann damals in den 80er Jahren auf Bhagwan, Sriyashnish, heute eher bekannt als Osho, gekommen und habe dort in diesem Zusammenhang dann eben sehr viele Dinge kennengelernt. Tarot, Astrologie, Meditation, moderne Psychotherapien, Samadhi-Tank, alle möglichen Dinge, die ich jetzt alle nicht aufzählen kann. Und dazu gehörte eben auch irgendwie Lehre des Buddha. Also ich habe da damals dann meine erste Meditation gemacht. Das war eine Zen-Meditation. Und dann ergibt eins das andere. Zu der Zeit habe ich meinen Freund Rainer kennengelernt, der sich auch sehr stark eben für Astrologie, für Spiritualität, für Taoismus, moderne Psychologie interessiert hat und der eben auch dann selber sich immer stärker für die Lehre des Buddha interessiert hat, dann Seminare auch bei Shanti Strauch und Ayakema besucht hat und uns eben auch dann vertraut gemacht hat mit dem Haus der Stille in Roseburg in der Nähe von Hamburg, schon zwischen seit vielen Jahrzehnten bestehendes buddhistisches Zentrum in Richtung Theravada, wo aber auch andere tibetische, japanische Zen Seminare stattfinden. Und dort sind wir auch gewesen und da gab es immer Rundgespräche. Dann gab es den Vesak-Tag, also den Vesak-Tag zum Vollmond im Mai, zum Stiervollmond, wird ja Geburt, Erleuchtung und Tod des Buddha gefeiert. Und da ist dann immer Tag der offenen Tür gewesen und da sind wir dann häufig gewesen. Da waren dann eben auch Lehrer, Dhamma-Lehrer. Da gab es Vorträge, Meditation und oft dann im Garten, wenn das Wetter schön war, oder in der Meditationshalle ein Rundgespräch. Und da wurde man vertraut mit den Dingen und so ergibt eins das andere. Ich bin halt ein Mensch, der sehr viel liest, ich habe sehr viel gelesen, habe vieles ausprobiert und seitdem beschäftigt mich das mal mehr oder weniger. Also im Grunde jetzt seit Mitte der 80er Jahre interessiere ich mich dafür und bin auch jetzt dabei, bin jetzt, nachdem ich viele Jahre ein sehr starkes Interesse hatte für Zen-Buddhismus, mehr aus theoretischer Sicht allerdings, und auch für Advaita, was ja mit dem Buddhismus erstmal so nichts zu tun hat, bin ich dann in den letzten Jahren wieder stärker zur Lehre des Buddha zurückgekommen und eben auch dann zu Theravada, also zu dem, so nah wie möglich an dem, was der Buddha eben selbst gesagt und gelehrt hat und nicht, was ein chinesischer, tibetischer, japanischer oder westlicher Nachfolger dann darüber kommentiert hat. Also zum Ursprung gegangen und da haben sich in den letzten Jahren bei mir wirklich irgendwie innerlich viele Türen geöffnet. Gerade von Helmut Hecker, der Heilsweg des Erwachten, über Bayerlein und Steinschulte zu bestellen oder im Internet, der die ganze Buddha-Lehre im Ganzen beschreibt, sind mir die Augen geöffnet worden und seitdem bin ich und sind wir einige Freunde dabei, sehr tief zu schürfen, eben den achtfachen Pfad auf die unterschiedliche Art und Weise zu gehen. Ja, und die zweite Frage ist dann dementsprechend persönlich, wie praktiziere ich? Habe ich jetzt schon, eben schon gesagt. Ne? Für mich gehören immer mehrere Dinge dazu. Es gilt für mich immer, den Weg beider Seiten zu gehen, also den Weg des Geistes zu gehen, weil wenn man etwas nicht versteht, wenn man etwas nicht erkennt, dann bleiben oft Handlungen blind, weil sie keinen Hintergrund haben. Wenn man nur in der Theorie bleibt, bleibt es eben oft sehr theoretisch, man verliert die Bodenhaftung. Deswegen finde ich es auch im zunehmenden Alter immer wichtiger, neben der geistigen Schulung, ne, wo ich ja eigentlich fast jeden Tag, also auch aus Freude und Lust heraus, eben Werke zur Buddha-Lehre studiere, Texte, Sutren, Kommentare etc. etc. unterschiedlichster Themen, praktiziere ich auch Meditation, stille Meditation, Achtsamkeitsmeditation, auch Atembetrachtung und anderes. Möglichst auch eine tägliche Routine und eben als drittes Stützbein, ne, auf zwei Beinen kann ein Stuhl nicht stehen, auf drei kann er schon relativ stabil stehen, eben auch dann die Gemütsbefreiung oder die Gemütserlösung, ne, weil es bringt ja alles nichts, wenn man im Kopf etwas verstanden hat und beispielsweise auch meditiert und in den Zeiten der Meditation vielleicht auch eine gewisse Tiefe des Geistes erreicht. Das bringt ja alles nichts, wenn ich hinterher halt einfach mich schlecht fühle, im Kampf mit mir bin, denn wir Menschen müssen uns ja auch da abholen, wo wir stehen. Es bringt ja nichts, irgendeinem Ideal nachzueifern, was wir nicht erreichen können.
Und hier im menschlichen Leben sind wir halt triebhaft, wir haben Bedürfnisse, wir möchten Dinge haben, an denen wir dann anhaften und andere wollen wir loswerden, von, an denen wir dann negativ anhaften. Und sich damit auseinanderzusetzen, also die vier edlen Kämpfe im achtfachen Pfad, eben die sechste Stufe, ne, die rechte Bemühung, da anzuwenden, um da innerlich freier zu werden, das Gemüt zu befreien, auch durch eine höhere Tugend. Tugend bedeutet eben, die Silas einzuhalten, wirklich darauf zu achten, immer weniger Wesen direkt oder verbal oder emotional zu schädigen oder in schlechte Zustände zu bringen, sondern ganz im Gegenteil, immer das Bemühen auch zu haben, allen Wesen zu nutzen, auch aus dem Verständnis heraus, dass alle Wesen genau wie ich leiden und glücklich sein wollen. Das ist so meine praktizierend, und das macht natürlich, je länger man sich damit beschäftigt, das ist ja mit allen Tätigkeiten so, macht es natürlich dann immer mehr Freude auf, weil man immer mehr versteht, weil das Einhalten der Tugendregeln immer leichter geht, selbstverständlich wird, weil das Leben sich beruhigt, harmonisiert, auch wenn es natürlich immer weiter Schattenbereiche gibt, mit denen auch ich mich auseinandersetzen darf in meinem persönlichen Leben. Ist das so die Praxis, die ich mache? Ja, nächste Frage. Ist alles vorherbestimmt? Ja, ich glaube, auch darauf bin ich schon in irgendeinem Video eingegangen. Ja und nein. Es ist ja ohnehin so, wenn wir tiefer in erkenntnismäßige oder spirituelle Wahrheiten vordringen, dann kommen wir immer an einen Punkt, wo der Verstand nicht mehr mitkommt und wo dann die Wahrheit paradox wird. Gegensätze sind gleichermaßen möglich. Das kennen wir aus der Quantenphysik beispielsweise oder aus höheren Formen der Logik auch. Und das bedeutet eben auch, ja, einerseits ist natürlich alles vorherbestimmt. In dem Moment, wo die erste Atombewegung oder Molekularbewegung stattgefunden hat, ist auch die letzte dadurch mit angestoßen. Das ist wie beim Domino Day. Wenn die Dominosteine alle aneinander stehen und ich stoße einen um und alle sind so weit voneinander entfernt, dass der umfallende Stein den nächsten erreicht, werden alle Steine fallen. Das ist keine große Kunst, das vorherzusagen. Allerdings kann man natürlich einen Stein rausnehmen und dann ist das unterbrochen und dann fällt die Kette nur bis dahin da. Es sind bestimmte Dinge, die sind uns ja auch vorgegeben jetzt. Also wenn wir vom Jetzt-Zustand ausgehen, dann haben wir dies und dies Alter, den und den Körper, die und die Lebenssituation, die und die Fähigkeiten, die und die Schwierigkeiten, das und das Karma etc. Und damit gehen wir dann halt um. Die Freiheit, die wir haben, wo es eben nicht vorherbestimmt ist, ist eben, wenn wir uns der Buddha-Lehre oder einer anderen Wahrheitslehre zuwenden, aber vor allem der Buddha-Lehre, weil sie eben diese Zusammenhänge bis ins Tiefste erkennt, erklärt und auch praktische Anleitung liefert, damit umzugehen, dann stellen wir eben fest, dass ich bestimmte Dinge wie das Wetter, das Kollektiv, die grundsätzliche Illusion nicht einfach auflösen kann, aber ich kann an mir, an meinen Einstellungen, an meiner geistigen Verfassung arbeiten. Und dieses Arbeiten an meinem Geist, an meinem Gemüt, das verändert meine Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist letztlich sowieso nur etwas Erdachtes, ein subjektives Interpretieren von Abläufen, die durch Karma geprägt sind. Und wenn ich da aussteige, werde ich natürlich immer freier, nicht? Also wenn ich beispielsweise zuckersüchtig bin, dann kann ich ja nicht frei entscheiden, ob ich nasche oder nicht. Wenn ich rauchsüchtig bin, kann ich nicht frei entscheiden, ob ich rauchen möchte oder nicht, sondern der Zwang, die Sucht treibt mich dahin. Nur wenn ich innerlich frei bin, kann ich entscheiden, oh, ich esse heute ein Stück Kuchen oder nicht. Ne? So, das heißt, je gebundener wir sind, je unbewusster wir sind, je mehr wir Sklaven unserer Triebe und unserer Konstellationen sind, umso weniger Freiheit haben wir eigentlich, umso stärker sind die Dinge vorherbestimmt für uns. Je freier wir werden, je weiter unser Bewusstsein wird, je mehr wir es vermögen, weder auf Zuneigung noch auf Abneigung reagieren zu müssen, sind wir natürlich dann frei. Und je freier ich bin, desto weniger sind die Dinge auch vorherbestimmt. Vorletzte Frage auf meinem Zettel, die sind lange keine dazugekommen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, in den Kommentaren oder in einer persönlichen Nachricht an mich mögliche Fragen zu formulieren, und sollten da welche zusammenkommen,
würde ich auch noch einen fünften Teil machen, weil es kommt hier nicht auf die Anzahl der Menschen an, die das Video sehen, sondern wenn nur ein Mensch von euch etwas für sich da mitnimmt, eine Information, die vielleicht seine Praxis oder sein Leben ändert, hat sich ja der Aufwand für mich schon gelohnt. Also vorletzte Frage, wie fühlt sich Erleuchtung an? Gute Frage, weil auch wenn ich, wie auch viele andere, ihr vielleicht auch, schon Erfahrung von Erleuchtung oder Erwachen gemacht haben, ist doch diese Erfahrung nicht nachhaltig gewesen, sonst würde ich ja hier nicht so sprechen. Das ist eine Erinnerung. Und die Erinnerung ist letztlich eine im Nachhinein betrachtete Interpretation dessen, was gewesen ist und nicht das, was es gewesen ist. Nicht? Also wenn ich beispielsweise heute Mittag einen Apfel gegessen habe und ich euch jetzt davon berichte, wie dieser Apfel geschmeckt hat, dann ist es im Grunde eine Interpretation dessen. Nur wenn ihr selbst den Apfel esst, wisst ihr, wie der Apfel schmeckt. Erleuchtung hat ja so eine Art, irgendwie ist ja so ein bisschen was geworden wie ein Sportwagen oder ein Plasmafernseher, gehört so im spirituellen Bereich so zu dem, was man gerne haben möchte. Erleuchtung hat aber immer damit zu tun, letztlich mit einem Übersteigen der Ego oder Ich oder Selbstsicht. Es ist ein selbstloser, ein Nicht-Ich-Zustand. Das ist ja gerade nicht Ich-Leuchtung, sondern Erleuchtung, Es-Leuchtung könnte man auch sagen. Ne? So das Einswerden, das Verschwimmen des Individuums im Einswerden, Zustände des Nicht-Ichs, die zwar unverständlich für das Ich sich trotzdem sehr glückselig anfühlen in dem Moment, wo sie da sind. Aber wie kann das Ich, was ja beim Zustand des Erwachens gar nicht mehr vorhanden ist, sich selber wünschen, nicht da zu sein? Das heißt, das Ich nutzt dann quasi, oder unser Verstand mit Hilfe des Ichs, nutzt dann quasi die Worthülse, das Symbol Erleuchtung für einen ganz tollen Zustand des der Glückseligkeit. Nicht? Das sollten wir uns aber ganz klar machen, wie ich ohnehin auf dem spirituellen Weg die Selbstehrlichkeit extrem wichtig finde. Denn wenn wir schon in einer Illusionswelt leben, sollten wir nicht selber noch dazu Sorge tragen, dass wir diese Illusion noch verstärken. Wir sollten wenigstens uns selbst gegenüber ganz ehrlich sein und die Dinge klar betrachten. Und wenn wir uns sagen, ja, eigentlich bin ich noch nicht so weit, dass ich wirklich mal mein Ich oder meine Weltsicht aufgeben möchte, dann sollten wir uns auch gar nicht erst Erleuchtung wünschen, dann können wir uns aber trotzdem tiefen Frieden, Stille, Glückseligkeit wünschen. Das ist ja völlig in Ordnung, das haben zu wollen, erleben zu wollen. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen Dingen näher zu kommen. Also, aber Erleuchtung oder ist eigentlich im Grunde kein richtig gutes Wort dafür. Nirvana, sagt der Buddha, für den Zustand. Oder Nirvana ist heutzutage bekannter, der Sanskrit-Ausdruck. Befreiung, Erwachen, Stillwerden, Erlöschen. Wer da schon mal Ansätze von gehabt hat, ein Satori nennt man es im Zen, oder ein Zustand von Samadhi, von Einswerdung, von Zuständen jenseits des ständigen Gebrabbels des Verstandes, beispielsweise in der Natur, in tiefer Vereinigung mit einem anderen Menschen, in der Gegenwart eines Erwachten oder eines Menschen mit großen geistigen Kräften, kann es schon sein, dass wir solche Zustände erfahren. Sie sind immer geprägt von einem subjektiven Gefühl von Zeitlosigkeit, manchmal auch von Raumlosigkeit. Und es ist eben so, dass dieser ewige diskursive Disput, der uns abläuft, also der ständige Selbstgespräch, der Monolog mit uns selber, dieses ständige Bewerten auf geistiger und emotionaler Ebene, was uns ja so stresst und was uns ja in der Dualität gefangen hält, wenn diese Illusion einmal für einen Moment durchbrochen wird, ist das so ein klares Gefühl von Glückseligkeit, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und dazu ist nichts nötig, außer eben die Dinge zu lassen. Nicht? Auch wir müssen keine Sutren lesen, müssen nicht 40 Jahre meditieren. Wenn wir die Wirklichkeit in diesem Moment erfassen könnten, dann sind wir frei. Ne? Aber man darf sich da nicht täuschen, denn das Ich nimmt gerne solche Zustände dann in Besitz und sagt, oh, wir haben ein tolles Erlebnis gehabt, jetzt fühlen wir uns als Ich toller, weil wir haben einen Satori gehabt oder so. Davor waren auch spirituelle Meister und auch der Buddha sehr, nicht? Also das ist eben die Selbstehrlichkeit,
dass ich ganz klar erkennen muss in mir, da sind Wünsche, ich möchte Dinge haben, ich möchte Dinge loswerden. Ich stehe den Vorgängen meines Körpers nicht unabhängig entgegen. Ich habe auch Wünsche, die noch im Zeitverlauf in der Zukunft liegen. Auch das ist ja dann Zeit, nicht? Alles, was ich mir jetzt wünsche, was ich jetzt nicht habe, braucht ja Zeit. Wenn ich mir jetzt einen tollen Sportwagen wünsche, dann steht er ja nicht plötzlich bei mir auf dem Hof, sondern ich muss dafür arbeiten, ich muss ihn kaufen oder wie auch immer. Wenn ich mir eine Familie oder eine Freundin oder einen Freund wünsche, muss das ja erstmal geschehen in meinem Leben. Das ist nicht damit kongruent. Ja, letzte Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Was bedeutet Erlösung bezogen auf das Sternzeichen Fische? Das ist eigentlich ganz schön, weil das schließt dann den Kreis nochmal zur Astrologie. Ja, das Zeichen Fische und der mit ihm verbundene Planet Neptun stehen ja im Grunde für das Namenlose, für das Nicht-Manifestierte, für das Feinstoffliche, für den Weg der Erlösung, der Auflösung, für den Weg des Erwachens, des Nirvana, symbolisch im Tierkreis. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz wichtiges Zeichen für die Fische. Und wenn man jetzt den Buddha fragen würde, was bedeutet Erlösung, wovon will ich denn erlöst werden, dann würde er sagen, Erlösung vom Dukkha, also Erlösung vom Leiden, Erlösung davon, immer wieder Dinge anstoßen zu müssen, erleiden zu müssen, fühlen zu müssen, wahrnehmen zu müssen, bewerten zu müssen, agieren zu müssen, leben, sterben, erscheinen, wieder aus der Erscheinung heraustreten. Diese ganzen samsarischen Prozesse, die, wenn der Buddha recht hat, und davon gehe ich hundertprozentig aus, uns schon seit Weltzeitaltern, also seit Millionen, Milliarden von Jahren umtreiben, dann hört dieser Prozess auf und es ist Frieden und Stille und eventuell taucht ja dann etwas ganz Neues auf, was aber nicht sichtbar sein kann, solange man halt gefangen ist. Nicht wie in meinem Beispiel von dem Videospiel, solange ich im Videospiel bin, weiß ich nicht, was jenseits des Videospiels läuft. Erst muss ich das abschalten, mich davon lösen, mich davon befreien, dann kann erst die andere Wirklichkeit aufscheinen. Und die bedeutet dann aber eben das Ende des Videospielers. Ja, vielen Dank an euch, die ihr hier dabei geblieben seid oder auch das Video bis zum Ende angesehen und angehört habt. Wenn ihr das Gefühl habt, dieses oder andere dieser Videos könnten Menschen in eurer Umgebung nutzen, dann gebt das doch gerne weiter. Ich persönlich habe da nichts von, außer manche Leute spenden dann mal was, weil sie was zurückgeben wollen. Darüber freue ich mich natürlich, aber es ist keine Bedingung oder gar nichts. Das ist also völlig umsonst. Ich habe da weiter nichts von, aber es würde mich eben freuen, wenn das, was ich über die vielen Jahre mir angeeignet habe und von dem ich alltäglich profitiere, wenn auch das für andere Menschen von Nutzen wäre. Und da ja im achtfachen Pfad eben auch irgendwie die Tugend eine große Rolle spielt, ist ja jeder, der sich damit beschäftigt, wird ja zu einem friedvolleren Menschen, bringt weniger Aggression und Gier in die Welt und so kann dann auch die Welt etwas friedlicher für uns werden. Das wünsche ich mir und das wünsche ich mir auch für euch. Mögt ihr und alle Wesen glücklich sein und frei von Leiden sein und wir sehen und hören uns auf diesem Kanal oder auf dem anderen Kanal sicherlich bald wieder. Bis dahin, alles Liebe und Gute und tschüss.